Bericht 19 von Ein Sommer in London. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Ernst Schnell. Ein Sommer in London von Theodor Fontane. Der Tower. Die Sonne lacht und der Himmel ist wolkenlos. Ein Steamer trug uns von Westend bis an die Londonbrücke, und auf gut Glück, dem Menschenstrom uns überlassend, der jetzt in die Themsestraße einmündet, befinden wir uns plötzlich inmitten des bunten City-Treibens und schwanken staunenden Auges, was reicher sei, der blitzende Bazar, von dem wir kommen, oder das rußige Bergwerk, zu dem wir gehen. Ganz London ein goldener Baum, Westend seine Blüte, aber die City Wurzel und Stamm. Doch haben wir andere Ziele heut als Dock und Speicher, als Keller und Werft. Und vorüber an Billingsgate, dem weltberühmten Fischmarkt, der mit seinen Austern und Muscheln und all seinem noch kribbelnden Seegewürm, Krabben und Krebse, Lobster und Spinnen vor uns liegt wie ein trockengelegtes Stück Meer. Vorbei auch an Zollhaus und Kohlenbörse geraten wir jetzt auf einen weiten, freien Platz, der mählich ansteigend einem gepflasterten Hügel gleicht. Auf ihm liegt der Tower. Gespenstisch grau steht er da. Ein Grabmonument über einer gestorbenen Zeit und die englische Geschichte seine Inschrift. Der Tower ist eine Art Fort, von einem breiten, jetzt ausgetrockneten Graben ringsum eingefasst und besteht aus einem bunt zusammengewürfelten Haufen von Wällen und Türmen, deren bedeutendster, der Weiße Tower, wiederum eine Zitadelle für sich bildet und isoliert aus der Mitte des geräumigen Festungshofes emporragt. Wie weit der Tower unseren modernen Anforderungen für einen festen Platz entspricht, muss ich dahingestellt sein lassen. Seine Lage indes, auf einem Hügel inmitten der Stadt und in unmittelbarer Nähe der Themse, darf noch jetzt als überaus günstig bezeichnet werden. Er beherrscht Stadt und Strom. Es ist jetzt und deshalb auch mindestens wahrscheinlich, dass der alte Römerturm, dessen Überbleibsel einem noch bis jetzt als Fundament des Weißen Towers gezeigt werden, wirklich an dieser Stelle gestanden habe, da keinem Kriegsverständigen, geschweige einem Cäsar, die Vorteile dieser besonderen Lage entgehen konnten. Der jetzige Tower, soweit er überhaupt dem Mittelalter angehört, ist überwiegend eine Schöpfung Wilhelms des Eroberers, der eine Festung nötig glaubte, um das zu Aufständen geneigte London, man ersieht nicht, ob aus Anhänglichkeit an die alte Sachsendynastie, im Zaume zu halten. Nur wenige Teile des Towers und nicht eben die interessantesten stehen dem Publikum zur Besichtigung offen. Wer alles sehen will, bedarf einer Erlaubniskarte von Seiten des Herzogs von Wellington, wenn er es nicht, was anzuraten ist, vorzieht, sich jenes silbernen Schlüssels zu bedienen, der überall schließt, auch im Tower zu London. Der Besucher passiert zunächst vier aufeinanderfolgende Tore, die jeden Morgen bei Tagesanbruch mit allen Förmlichkeiten einer Festung geöffnet werden. Am ersten oder zweiten Tore gewahrt man eine Art Wachtlokal, vor dem ein halbes Dutzend seltsam gekleideter Gestalten auf und ab patrouillieren und gähnend in die Morgensonne blicken. Es sind die Towerwächter in ihrem mittelalterlichen Trabantenkostüm. Vordem hießen sie Yeomen. Die große Masse Rindfleisch indes, die sie in der königlichen Vorhalle zu vertilgen pflegten, wenn sie Dienst im Schlosse hatten, zog ihnen den Namen Beef-Eater, Rindfleischesser, zu, eine Bezeichnung, die ihnen und ihren wohlgenährten Gestalten nach mit vollem Recht bis auf den heutigen Tag geblieben ist. Ihre Tracht ist mehr auffällig als schön, wiewohl jedenfalls nicht hässlicher als der taillenlose Schwalbenschwanzfrack eines modernen englischen Soldaten. Das Kostüm der Beef-Eaters besteht aus einem roten, vielfach mit allerhand Plattschnur besetzten Waffenrock und einem Hut, der, mit Ausnahme seiner breiten Krempe, genau der samtenen Kopfbedeckung unserer protestantischen Geistlichen gleicht. Einen dieser Torwächter wählt man als Führer. Was wir zunächst gewahren, ist der Bell Tower, Glockenturm, auf dem sich die Alarmglocke für die Garnison befindet. In diesem Turme saß Prinzessin Elisabeth und vor ihr Graf Salisbury gefangen, doch bedarf beides der Bestätigung. Wenige Schritte weiter bemerkt man in dem Steinwall zur Rechten eine schwere, eisenbeschlagene Tür. Das ist Traitor's Gate, das Hochverrätertor. Von einer zur Seite gelegenen Schreinerwerkstatt aus lässt sich ein Überblick über diesen Ort gewinnen. Es ist ein Wasserbassin von der Größe und dem Ansehen einer geräumigen Badezelle. Von oben blickt der Himmel herein. Einander gegenüberliegend gewahren wir zwei Tore. Das eine führt auf den Strom, das andere zum Towerhof. Geräuschlos, meist in dunkler Nacht, glitt das wohlbesetzte Boot die Themse hinunter. Ferner von Volk, Freunden und jeder Möglichkeit der Rettung, starrte der Angeklagte vor sich hin und ahnte, ich fahre in den Tod.
Wenn das Außentor sich öffnete und wieder schloss, war er schon wie im Kerker. Vier hohe Wände ringsum und nur ein Streifen Himmel über sich. Zu ihm mochte er aufblicken, ihn mochte er anrufen. Das Ohr und die Gnade der Menschen lagen weit hinter ihm. Schweigend legte sich das Boot an die steinernen Stufen, die noch jetzt zu dem inneren Tore hinaufführen, und der Verklagte bestieg sie wie seine erste Leiter zum Schafott. Der letzte, der hier anlegte, war Arthur Thistlewood, ein Führer der Cato-Street-Verschwörung. Wenige Wochen später war er gehängt. Unter den wenigen, die diesen Weg zweimal machten, hin und zurück, war Prinzessin Elisabeth. Fast gegenüber von Traitor's Gate bemerken wir einen zweiten Turm. Er heißt Bloody Tower, Blutturm. Hier wurden die Söhne Eduards erwürgt. Im zweiten Stock gewahren wir ein Fenster mit trüben, in Blei gefassten Scheiben. Dahinter liegt der Ort der Tat. Das Fenster steht halb offen und schaut drein, als bät es den sonnigen Tag um Luft und Licht. Umsonst. Der Blutgeruch haftet hier wie an den weißen Händen der Lady Macbeth. Das gewölbte Tor des Blutturms führt uns auf einen geräumigen Platz von Wällen, Türmen, altertümlichen Häusern und modernen Kasernen ringsum eingefasst. In der Mitte des Platzes erhebt sich der White Tower. Nach der Ostseite hin erblicken wir die Überreste des Boyer-Turms, wo der Herzog von Clarence im Malvasia-Fass ertränkt wurde. Nicht fern davon ist der Brick Tower, wo Lady Jane Grey gefangen saß, und der Wakefield-Turm, wo Heinrich VI. Ermordet wurde. Interessanter aber für den Besucher ist der Beauchamp-Turm, das ehemalige Staatsgefängnis, worin die Mehrzahl derer saß, die unter der Anklage des Hochverrats standen. Wir treten ein. Was wir zuerst erblicken, ist, aus der Kellertiefe emporragend, der Oberteil eines backofenartigen Kerkers. Aber dieses Wort ist Beschönigung. Es ist ein Kerkerloch. Der Raum reicht nur eben aus zum Sitzen. Es ist unmöglich, sich darin zu strecken oder gar aufrecht zu stehen. Kein Lichtstrahl dringt ein. Die Wände dieser Höhle sind mit eingekratzten Namen bedeckt. Ich sah sie beim Schimmer eines angezündeten Lichtchens, aber teils unleserlich, teils ungekannt. Nur von einem weiß man mit Sicherheit, dass er hier atmete. Lord Cholmondeley, zur Zeit Heinrichs des VIII. Oder der Maria Tudor, saß hier 7 Jahre. Eine Steintreppe führt uns ins erste Stock, und wir befinden uns jetzt in einem achteckigen Zimmer, dem ziemlich geräumigen Speisesaal der Tower Garnisonsoffiziere. Vor 300 Jahren saß hier minder heitere Gesellschaft am Tisch. Zahllose Inschriften an den Wänden geben Kunde davon. Viele sind flüchtig eingekratzt, wie in der letzten Stunde vor der Befreiung, oder doch, denn zu oft war es Täuschung, in dem Glauben daran. Andere sind tief und sauber eingegraben, die Arbeit eines Mannes, der da wusste, ich habe Zeit. Oft begegnet man dem Schriftzug AR, den Anfangsbuchstaben des Lords Arundel, Graf von Norfolk. Hier saß Thomas Bell, Glocke. Er hat eine Glocke gezeichnet und seinen Vornamen samt Jahreszahl hinein. Hier saßen 5 Brüder Dudley, Guildford, Robert, John, Ambrosie und Henry. Guildford starb unterm Beil der einen Königin, Robert, Graf Leicester, stand neben dem Thron der anderen. Hier saß Arthur Poole, ein Enkel des Herzogs Clarence, und kratzte, halb Hoffnung, halb Verzweiflung, in die Wand, gefahrvolle Fahrt verschönert den Hafen. Hier saß Charles Bailey, ein Freund der schottischen Marie, dem Gedanken nachhängend, dass seine Königin dulde wie ihr selbst, schrieb er in den Stein, »Der ist der Unglücklichste, der verzagt, wenn er leidet, denn nicht das Unglück tötet uns, sondern die Ungeduld.« Ein breiter Rand, gleich einem Rahmen, zieht sich um diese Worte, und in ihm lesen wir, »Feind sei keinem, Freund nur einem.« Hier saß Thomas Clark. Die Geschichte hat keinen Raum für ihn gehabt auf ihren Tafeln. Aber die Wände dieses Kerkers überliefern uns seinen Namen und in 2 Zeilen sein Leben und seinen Schmerz. Prüfe den Freund, bevor du vertraust, und wohl dir, wenn du dann sicher baust. Wir verlassen dies Zimmer wieder, das mir schlecht gewählt scheint für die Tischheiterkeit junger Offiziere, und halten uns, hinaustretend auf den Hof, zur Rechten, um der Towerkapelle St. Peter ad Vincula einen flüchtigen Besuch zu machen. Bevor wir sie erreichen, haben wir, fast in Front der Kirche, einen mit Kalkstein gepflasterten Platz zu passieren, der durch seine kreisrunde Form kaum minder auffällt als durch die Weiße seiner Steine, auf die eben jetzt das volle Licht der Sonne fällt. Hier stand das Schafott, auf dem das Haupt der Anna Bullen fiel. 10 Schritt davon, im sogenannten Juwelenzimmer, wird einem die Edelsteinkrone gezeigt, die sie am Tage ihrer Vermählung trug. So nah beieinander das Zeichen höchsten Glanzes und die Stätte tiefster Schmach. Nun ist vergessen fast, was hier geschah. Kinder spielten auf dem Platz. Wir treten in die Kapelle.
Es ist eine schlichte Kirche, aber ein vornehmer Kirchhof. Du siehst nicht Kreuz, nicht Stein. Saubere Teppiche bedecken den Boden. Helles Sonnenlicht fällt durch die Scheiben. Freundlich blicken die Kapitäler auf dich nieder, und doch ein Kirchhof. Du kennst die Veneta-Sage. Es ist, als ob du bei sonnigem Tag über den Meeresspiegel fährst. Gold und Glanz und Bläue um dich her, doch unter dir die begrabene Stadt. Wo sich der Altar erhebt, in echt englischer Einfachheit, könnten Grabmonumente stehen, tiefer noch und poetischer gedacht als der belebte Marmor in St. Paul und Westminster. Hier ruhen, den Kopf vom Rumpf getrennt, Anna Bullen und Kate Howard, Thomas Cromwell, Fußnote, der Diener Kardinal Wolseys und dann sein Nachfolger in der Gunst Heinrichs des VIII. Und Graf Essex, Jane Grey und Guildford Dudley und zuletzt auch Herzog Monmouth, der unterm Beile sterben musste, weil seines Vaters Blut in seinen Adern war. Denn wer ein Stuart war, stand dem Schafotte näher als dem Glück. An der anderen Seite, grad über dem Altar, ist eine zweite Grabstätte. Bänke und Betstühle ziehen sich darüber hin. Und allsonntäglich singt hier die gedankenlose Menge und weiß kaum, auf wessen Köpfe sie tritt. Dort ruhen drei Schotten, die jungen Grafen Kilmarnock und Balmerino und Lord Lovett, ein Greis von 80. Sie waren mit bei Culloden und sahen den Stern der Stuarts und ihren eigenen untergehen. Die Schlacht schonte ihr Leben, nicht so der Henker. Da ist die vielgesungene Ballade aus der Zeit der Königin Elisabeth, vom alten Norton und seinen sechs Söhnen. Sie fielen nicht auf blutigem Feld und litten doch alle blutigen Tod. Vergebens war seine Locke so weiß, vergebens war ihre Wange so rot. Das mochte man wieder singen im schottischen Hochland auf den Tod der drei Lords, des Alten und der zwei Jungen. Wir verlassen die Kirche und wenden uns jetzt zum White Tower. Er hat seinen Namen vermutlich von dem weißen Kalkstein, womit seine Wände und Türme an den Ecken eingefasst sind. Was wir zuerst sehen, ist eine Rüstkammer. 25 Ritter zu Pferde, jeder ein König oder doch mächtig wie er. Wer entschlüge sich des Eindrucks, wenn er durch einen Ahnensaal geht und Bild auf Bild längst verschwundener Herrlichkeit auf ihn niederschaut? Dieser Eindruck verstärkt sich hier. Der Beschauer nimmt Revue ab. 400 Jahre und ein Geschwader von Königen zieht an ihm vorüber. Der Zug beginnt mit Eduard dem I. und schließt ab mit Jakob dem II. Gegen ihn hat sich auch hier noch der Hass und die Verachtung des Volks gekehrt. Das Schwert an seiner Seite gleicht einer Harlekinspritsche, und mit zerzauster Perücke, schäbigem Rock und einem Gesicht voll unendlicher Stupidität schaut er drein, eher ein Barbier zu Pferde als ein König von England. In der langen Reihe derer, die, wo nicht das Zepter, doch die Zügel des Reichs in Händen hatten, fehlt nur einer, Cromwell. Statt seiner reitet Graf Strafford an der Seite seines königlichen Herrn. Auch hier noch sein Schild knapp, wie einst im Leben. Wir verlassen die Rüstkammer und treten zunächst in einen schmalen Gang. Auf einem Fenstersims liegt ein hartes, schweres Stück Holz. Der Führer gibt es dir in die Hand. Du wägst es. Was ist's? Das ist Stammholz von einem Maulbeerbaum, der dicht unter diesem Fenster auf dem Grabe der Söhne Eduards wuchs. Während Prinzessin Elisabeth hier gefangen saß, liebte sie es, unter dem schattigen Maulbeerbaum zu sitzen und in Sommerszeit von seinen Beeren zu essen. Süße Frucht von bitterem Land. Eine schmale Stiege führt uns in die Kapelle Wilhelms des Eroberers. Sie ist wohl erhalten und zeigt deutlich den alten Normannenstil. Kein Spitzbogen, nur runde, mächtige Säulen mit stets wechselndem Schmuck der Kapitäler. Im zweiten Stock treten wir in einen weiten Saal. Seine Wände sind 14 Fuß dick. Ein dreimannsbreiter Gang ist rundrum in die Mauern gehauen und dient als ein versteckter Korridor. Der Saal selbst ist das Tower-Archiv. Bücher, verstaubte Akten und Pergamente ringsum. Einst lagen hier nicht Chroniken und die Berichte geschehener Dinge, sondern die Dinge selbst geschahen hier. Hier hielt Richard III. Staatsrat. Am teppichbedeckten Tische saßen Buckingham und Hastings, Stanley und Bischof Ely, Catesby und eine lange Reihe stolzer Grafen und Lords. Auf sprang Richard, ein Todesurteil auf der Lippe. Und als Lord Hastings dazwischen trat, mit einem zitternden Wenn, das bedrohte Leben Elisabeths, der Witwe Eduards IV. Zu retten, rief ihm der König zu, »Wenn? Du Beschirmer der verdammten Bess! Sprichst du noch von Wenn mir noch? Verräter! Herunter seinen Kopf!« Und mit dem Fuße das Zeichen gebend, traten jetzt seine Söldner aus dem verdeckten Gange hervor, und Lord Hastings war ein toter Mann. Wir lauschen den Worten des Führers, die Eindruck machen trotz ihrer Leiermelodie,
und schwer atmend unter der schwülen, staubigen Luft dieser Räume, vielleicht auch unter ihren Erinnerungen, erklimmen wir jetzt die letzte schmale Treppe und treten durch einen der vier Türme auf das flache Dach des Towers hinaus. Welcher Anblick! Die Sonne lacht und der Himmel ist wolkenlos. Glitzernd zieht sich der breite Strom vor uns dahin. Tausend Boote durchkreuzen ihn. Bienenfleiß in den Straßen und geschäftiger Lärm an Dock und Werft. Das Gesumm steigt gen Himmel auf, bewusst und unbewusst, wie die fromme Bitte, unser täglich Brot gib uns heute. Und der Himmel gibt's. Wir aber, verloren in dem Anblick, der sich vor uns auftut, fühlen im Innersten, schön sind die Schauer der Romantik wie Gespenstergeschichten am Kamin. Aber wohl uns, dass wir nur hören davon. Sie lesen sich gut, aber sie erleben sich schlecht. Ende von Der Tower, gelesen von Ernst Schnell in Aberdeen am 16. September 2007.